Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Eloises. Ein kleines Indie-Game von Nocturnal Works ist auf IndieDB zu haben und läuft über Desura das Ganze. Also diese Steam-ähnliche Plattform kostet 15 Euro. Es gibt aber auch eine Demo, die ich schon gespielt habe. Und ihr könnt euch selber mal einen Eindruck verschaffen von dem Spiel. Ist aktuell leider nur komplett in Englisch zu haben, aber das macht ja nichts. Ich denke mal, ich werde soweit übersetzen, was man übersetzen kann. Es ist eben so ein bisschen Amnesia-like. Also man steuert aus der Ego-Perspektive, hat Interaktionspunkte mit der Hand, kann man quasi alles lenken und ziehen. Es hat eben eine gute Physik, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Und ist auch ganz schön gruselig. Und da freue ich mich doch drauf. Ich schaue gerade mal ganz kurz. Okay, das ist alles soweit. Ich kann es leider nur auf DirectX 9 spielen, weil ich habe eine Radeon und die macht bei DirectX 11 ein bisschen schlapp irgendwie. Keine Ahnung, obwohl ich eigentlich einen ganz guten Rechner habe. Na gut, ich habe schon angespielt, also habe jetzt mal geschaut und habe festgestellt, die Demo ist so ziemlich am Anfang des Spiels angesiedelt. Aber das macht ja nichts. Ich würde sagen, der erste Part ist damit nicht blind, aber ab dann. It was September of 1992 when I received a letter from my mother asking me to visit her at our hometown. In the letter, she told me that she wanted to see me and also mentioned that she wanted to talk to me about my father. That made me curious because my father had died before I was born, and mother rarely talked about him. I decided to travel at night to avoid traffic. After 3 hours of driving, I reached the country road, and I was getting pretty tired. It was dark outside, and I still had a long way to go. Kapitel 1, die Ankunft. Gut, ich denke mal, die Geschichte sollte soweit klar sein. Wir besuchen unsere Mutter, denn sie will uns etwas über unseren Vater erzählen. Etwas, was wohl sehr geheimnisvoll sein soll und vielleicht auch etwas schockierend. Das wissen wir noch nicht. Was ist geschehen? Mein Auto ist Schrott. Ich muss zu Fuß weiter und Hilfe finden. Ich finde die Grafik übrigens sehr, sehr hübsch. Läuft über die UDK, also dieses Unreal Development Kit. Ihr kennt das ja. Ja, hier nochmal die Steuerung. Wir können natürlich laufen, sprinten, springen. Das ist sehr nett, finde ich doch. Gibt's nicht in jedem Spiel. Und ich weiß schon, wir müssen erstmal in den Kofferraum. Und wir haben auch ein Inventar. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd geregelt, weil ihr werdet es noch sehen, wenn wir interagieren, das ist sehr doof gemacht, weil man immer die Hand auf der Tastatur haben muss. Und gerade im Dunkeln, wie ich es jetzt spiele, ist das nicht immer gut zu finden, die Knöpfe, die man braucht. Da nochmal die Vorgeschichte. Ja, also es erinnert auch stark an Amnesia, nicht wahr? Und es ist ganz schön spooky, finde ich. Ah, es ist zu weit, um zu Fuß zu gehen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja. Ihr kennt das ja bei Indie-Games oder beziehungsweise bei Horrorprojekten. Am Wochenende mache ich das immer so. Ich spiele einfach drauf los. Ihr werdet also keine Verabschiedung oder Begrüßung hören. Außer wenn ich dann eben anfange aufzunehmen. Oh, das sieht schon gut aus. Aber ich denke mal, das ist ja kein Problem, denn sonst reißt es einen vielleicht auch ein wenig aus der Stimmung heraus. Und das wollen wir doch nicht. Also spontan könnte man meinen, ich spiele jetzt Slender. Also The Arrival. Was ja auch diesen Monat final wird, also Ende März. Ich freue mich schon drauf. Seht mal, wie der Mond durch die Blätter, durch das Laubwerk strahlt. Es ist schon schön. Aber ich muss sagen, auf DirectX 10 sieht es noch schöner aus, nur läuft es da nicht sehr schön. Aber ihr könnt es ja selber bei euch spielen, wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt. Eine Nvidia, Entschuldigung, jetzt habe ich Nvidia. Egal, wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, dann sollte das eigentlich machbar sein. Aha. Ich glaube, ich renne jetzt mal ein Stück, weil es dauert wohl noch ein ganzes bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich letztes Mal da gelaufen bin. Oh, seht mal. Ich glaube, tagsüber ist es hier wirklich ganz hübsch. Ja, was kann man sagen zu Eleusis? Eleusis ist eine Stadt, eine kleine Stadt, ich glaube, nordwestlich von Athen in Griechenland. Und ist sehr geschichtsträchtig. Also ich habe jetzt nochmal ganz kurz auf Wikipedia drüber gelesen.
Wenn nicht, schaut doch mal selbst. Ist es vielleicht ganz interessant für euch? Ich kann das schlecht beurteilen, für was ihr euch so interessiert. Aber ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Und vielleicht dann noch ein bisschen was darüber erzählen während des Spiels in der nächsten Session oder so. War jetzt nur eine ganz spontane Entscheidung, weil ich was fürs Wochenende brauchte. Ah, es ist ein altes Dorf. Vielleicht kann ich jemanden um Hilfe bitten. Wenn ich jemanden hier finde. Sieht irgendwie alles verlassen aus. Ich meine, wir haben zwar Licht auf den Straßen, aber durch die Fenster... Oh. Hört ihr? Das sind meine eigenen Schritte, keine Angst. Ich bin aber erstmal richtig zusammengezuckt. Was ist das? What is it? Blood. Ja, wer jetzt an Resident Evil 1 denkt, der kriegt von mir eine High Five. Denn ich musste da wirklich dran denken beim ersten Mal und fand das auch ziemlich lustig. Na, gehen wir mal danach. Was war das denn? Da klopft was. Was ist das denn aus dieser Hütte? Sieht mehr aus wie ein Gefängnis mit den Gittern. Oh, thank God you heard me. They locked me in. Please, help me get out. What happened? Where's the key? They took the key with them. As they were leaving, I heard one of them say to the other, In vino veritas. I hope that makes sense to you. Who locked you in? And why? Just hurry, and I'll explain everything to you later. They could come back any moment now. Ah, verdammt, meine Batterien sind leer. Ich muss neue finden. Ich muss an dieser Stelle jetzt nochmal sagen, jetzt fällt es mir extrem auf. Also wenn Amerikaner Latein reden, das finde ich extrem unschön. In vino veritas heißt nämlich so viel wie im Wein liegt die Wahrheit. Und das soll uns vielleicht ein Hinweis darauf sein, wie es weitergeht. Ich weiß es natürlich schon, aber ich will euch ein bisschen hinhalten. Wäre auch doof, wenn ich jetzt alles schon verrate. It looks like blood. Sieht aus wie Blut. Also das ist eindeutig griechisch. Ich kann es nur leider nicht lesen. Was ist das hier für ein Buchstabe? Das griechische Alphabet. Ich glaube, das hat auch nur 23 Buchstaben. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Und seht mal, das Wasser. Ich kenne mich leider mit Griechisch nicht so gut aus. Klares Wasser. Und ich finde es hübsch. Aber wir gehen mal weiter. Wir wollen ja diese junge Frau befreien. Verschlossen. Irgendwo muss ich einen Schlüssel finden. Und diese Sounds, also ich kenne die irgendwoher. Wenn man die Schlösser entriegelt. Also es ist schon sehr unheilsschwanger, die Luft, oder? Was ich nur ein bisschen blöd finde, passt mal auf. Ja, es hat Soundbugs. Also, was heißt Bugs? Aber es ist eben die Engine, die ist etwas, manchmal. Ah, es riecht hier stark nach Wein, aber es ist auch sehr dunkel. Ich muss das Licht ankriegen. Nur habe ich kein Benzin. Ich finde dieses Geräusch auch immer super, weil er macht sich Notizen. A strong odor of wine. Oh, wie wohlfein ausgedrückt. Der alte Generator. Vielleicht kann ich den irgendwie anwerfen. Ja, ich weiß auch schon wie. Wie soll ich sagen? Also wenn man nicht auf die Umgebung achtet, wird man hier sehr viel rumrennen. Zum Beispiel das hier. Hört ihr? Die Geräusche, das Tropfen des Wassers. Ein Schlauch, der könnte nützlich sein. Ich bin da wirklich beim ersten Mal ewig rumgerannt. Ich glaube, das ganze Spiel über werde ich auch sehr viel rumsuchen. Weil es ist doch recht großräumig manchmal von den Arealen her, finde ich. Also, soweit ich jetzt gespielt habe. Oh, was ist das denn? Ein Roller, ein Vespa-Roller. Ha, sieht aus, als wäre da noch Benzin drin. Eine alte Vespa. Na gut. Und ich finde das echt super gemacht. Man muss nur mal auf die Geräusche achten. Dann findet man eigentlich schon das, was man braucht. Das ist mir wirklich erst aufgefallen, nachdem ich es dann gespielt habe und mir das nochmal angeschaut habe. Also, als ich die Demo gespielt habe und dann das hier danach nochmal gespielt habe. Oh. Irgendwie ja schon traumhaft. Wenn der Nebel nicht wäre und nicht so eine gruselige Stimmung wäre, dann
Ah, oh, schön. Einmal durch den Fluss. Nein, nicht unbedingt. Hört mal auf die Geräusche. Ah, ich sag ja, wenn man auf die Geräusche achtet. Also ich werde wohl öfter mal ruhig sein und einfach mal lauschen. Ah, ein leerer Container könnte nützlich sein. Ja. Ich weiß auch für was, aber ich brauche noch was. Hoppala. Jetzt bleibe ich da schon hängen. Ich glaube, ich brauche noch was. Und zwar, und das finde ich auch super angenehm, man kann unendlich sprinten, Leute. Wo gibt's denn sowas? Na gut, in Amnesia ging es auch schon. Ich glaube, das haben sie sich wirklich ein bisschen zum Vorbild genommen. Aber das ist ja kein schlechtes Vorbild, finde ich. Nee. Nur mit Schrägen hat man es nicht so, glaube ich. Oh, seht mal, was da am Baumstamm lehnt. Eieiei. Eine Axt könnte nützlich werden. Aha. Ob das jetzt Zufall war? Da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Ja, ich komme hier hoch, aber ich glaube, da ist auch nichts, wenn ich da hingehe. Ich schau trotzdem mal jetzt. Na, lass mich. Jetzt häng ich. Also es soll wohl schon ein bisschen länger gehen, das Spiel. Ich meine, für 15 Euro kann man das auch erwarten. Aber... naja, ihr werdet es gleich sehen. Spielt einfach mal die Demo, weil genau das spielt man in der Demo, das hier. Finde ich eigentlich ziemlich gut, dass man nicht irgendwo schon mitten oder am Ende des Spiels reingeworfen wird. Dass man eben noch so ein bisschen rätseln muss. Ich hoffe mal, das Spiel besteht größtenteils daraus und nicht irgendwie vor aus Fluchtsequenzen oder so. So. Das meine ich. Man muss das Item anklicken. Und ja, das ist halt ziemlich doof. Man kann es nicht umlegen, glaube ich, auf die Tab-Taste oder sowas. Okay, jetzt soll ich mir etwas nehmen, wo ich das Gas reinfülle. Oder das Benzin. So, eine leere Container-Dingens. Ein Kanister, wollte ich sagen. Jetzt habe ich das Wort nicht gefunden. Jetzt ist es voll. Super. Dann gehen wir mal ganz schnell zurück. Boah, dieses Echo hier. Hört ihr das? Ich denke, da immer jemand ist hinter mir. Furchtbar. Richtig furchtbar. Es gibt nichts Schlimmeres, als hinter sich Schritte zu hören, finde ich, in solchen Spielen. Das ist nämlich das, was Psycho-Horror ausmacht. Wenn man eher denkt, es ist was da, aber es ist nichts da. Das finde ich meist schlimmer, als wenn man die ganze Zeit von Monstern verfolgt wird. So, und jetzt. Ja, immer I. Ich drücke immer Tab, weil ich es von Amnesia gewohnt bin. So. Glück, Glück, Glück. Und? Es werde Licht. Jawollo. Ja, das finde ich leider ein bisschen doof. Wie ihr seht, man kann alles anheben, weil man überall das Handsymbol hat. Aber was man jetzt wirklich braucht, das findet man eben nur heraus, wenn das ins Inventar packt. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil so fummelt man einfach irgendwelche Sachen an. Das habe ich zumindest beim ersten Mal so gemacht und weiß nicht, was ist eben, was nützlich ist. Ach, genau, das wollte ich noch sagen. Erinnert ihr euch noch an den Spruch in Vino Veritas? Im Wein liegt die Wahrheit. Aha, dieses Fass hört sich hohl an. Schauen wir mal. Tada, ein Schlüssel. Das muss der Schlüssel für das verschlossene Zimmer sein. Jemand kommt. Vielleicht ist es einer von Ihnen. Ich sollte die Tür zumachen und den Generator ausschalten. Ich denke, er ist weg. Wer war das denn jetzt? Ja. Dann wollen wir noch mal sehen, dass wir das junge Mädchen befreien.
die junge Frau. Oh! Und ab hier, meine Freunde, wird es blind. Das wollte ich nur sagen. Ab hier habe ich nämlich das Spiel beendet. Hat er mich auf seinen Schultern? Was ist das für ein Tier? Das ist nicht so einfach mit einem erwachsenen Mann. Kapitel 2, die Suche. Legt euch mal einen erwachsenen Mann auf die Schultern und tragt den einfach so rum. Das... Ich meine, gut, ich könnte es auch, aber nicht... Ich würde es nicht tun wollen. Wo bin ich? Oh Gott, ich habe da eine ganz schlimme Vorahnung. Ich muss hier raus. Und zwar schnell. Vielleicht kann ich meinen Arm bewegen und den Deckel anheben. Ja, kann er wohl. Jetzt rennt er weg. Der trägt mich durch die Gegend, aber rennt weg, wenn ich aus dem Sarg komme. Ich muss zur Frau, bevor sie es tun. Oh, guck mal, wie das ausschaut. Ich weiß, ich muss mich jetzt wahrscheinlich beeilen. Ah, der Regen bewegt sich mit. Seht ihr es? Aber es ist trotzdem sehr hübsch.